Wir führen seit Wochen Gespräche immer über das Gleiche. Wir sind zu teuer, wir sind zu bürokratisch. Ich von keiner Partei. Mag man das noch hören? Wissen wir alles? Kennen wir alles? Was passiert morgen nach dem Koalitionsausschuss, wenn Sie nicht in der Lage sind, mit Ihren Zielen durchzudringen, wenn die Grünen sagen, nee, mit uns nicht, und die SPD sagt, nee, wir bleiben. Ihr könnt überall sparen, aber nicht bei unseren Sozialausgaben. Es ist unsere Aufgabe, das Land zu regieren und unsere Aufgabe als FDP, die richtigen Vorschläge zu machen. Das ganze Land. Okay, das heißt, die Regierungskoalition in der Konstellation, wie sie momentan besteht, wenn es kein Einlenken der SPD und der Grünen gibt, bleibt also bestehen, auch nach dem morgigen Tag? Oder hat die FDP irgendwann die Kraft zu sagen, so Freunde, es reicht, ist gut, wurschtelt weiter, nicht mehr mit uns. Besser gar nicht regieren als schlecht regieren. Es ist dringend erforderlich, dass dieses Land auf den richtigen Weg kommt. Wir machen dazu Vorschläge, die Koalitionspartner. Herr Kruse, bitte, Sie sind wie Herr Wiese von der SPD, Anfang letzter Woche. Der hat immer wieder dasselbe betont. Aber es gibt keine Wege aus der Krise wirklich. Es gibt keine Einigung in dieser Regierung. Bitte tun Sie etwas. Dann versuchen Sie, so weit Einfluss zu nehmen. Aber wiederholen Sie nicht immer quasi plakativ, was gemacht werden müsste. Wenn ich jetzt wie Sie ins Mikrofon schreie, wird dadurch die Lage in unserem Land auch nicht besser. Deswegen. Na, Sie sind mir zu stoisch ruhig. Entschuldigung bitte. Die Lage ist ernst und wir reden über die Theorie des Seins. Energiekosten, ja, Bürokratieabbau, das ist das, was das Land braucht. Und wir setzen uns dafür ein, dass genau das kommt. Wenn unsere Koalitionspartner dazu bereit sind, dann wäre es sehr gut. Ich habe den Eindruck, Sie haben einen Erkenntnisprozess in den letzten Tagen schon absolviert. Okay, wenn Sie nicht dazu bereit sind, steht die Regierung noch am Ende der Woche. Unsere Koalitionspartner dazu, wie wir strukturelle Reformen in diesem Land hinbekommen. Diese Gespräche sind so undankbar, Herr Kruse. Sie glauben das gar nicht. Nochmal die Frage, wenn es nicht zu einer Einsicht bei den Koalitionspartnern kommt, dann steht die Regierung noch am Ende der Woche oder nicht? Das müssen Sie Leute fragen, die sich mit Wetten auseinandersetzen. Wir setzen uns mit dem Regieren dieses Landes auseinander. Dafür haben wir inhaltliche Vorschläge gemacht. Diese inhaltlichen Vorschläge sollten von der Regierung jetzt aufgegriffen werden. Je mehr davon aufgegriffen werden, desto besser. Deswegen bleiben wir genau an diesem Thema dran, weil die Deutschen erwarten, dass die Wirtschaftswunde geschlossen wird. Und was haben wir gelernt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Wieder einmal nichts. Danke, Herr Kruse, für das Gespräch.